Auch von meiner Seite herzlich willkommen im Namen des Organisators SIX Interbank Clearing zum Swiss Banking Operations Forum. Es freut mich wirklich außerordentlich, dass heute so wirklich viele und schon lange nicht mehr so viele heute erschienen sind. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich, und das kann ich überschauen, die letzten 30 Jahre habe ich keine Zeit erlebt, wo es im Bereich des Zahlungsverkehrs so viele Veränderungen gab wie heute. Und das betrifft nicht nur die Banken, das betrifft auch die Kunden, das betrifft die Softwareanbieter und letztendlich auch jeden Privaten zu Hause. Und das spürt man auch, und das ist auch mit der Grund, warum das Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit genießt. Ich war auch in den letzten vier Monaten nie mehr so viel in Bern, respektive ich war noch nie so viel in Bern, weil wir so viele Verbände besucht haben. Wir haben über 120 Verbände über das Thema Harmonisierung und die Kurrechnung informiert. Nicht alle persönlich, muss ich sagen, das hätte nicht gereicht, aber sehr viele persönlich von den Konsumentenorganisationen, Behindertenorganisationen bis zu den Wirtschaftsverbänden. Und ich glaube, das hat Früchte getragen, weil das Thema ist in der Zwischenzeit bekannt, nicht nur bei den Banken, sondern auch in der Industrie. Und was das Thema Kurrechnung, wird dann mein Nachredner Thomas Reske noch darauf eingehen, in der Presse eigentlich bekannt gemacht wird. Was möchte ich heute mit Ihnen anschauen? Ich möchte Ihnen zeigen, wo wir heute stehen mit der Migration. Und ganz kurz auf zwei Themen eingehen, die seit dieser Woche, respektive seit Beginn dieses Monats aktuell sind, und letztendlich noch auf das Thema der Migration der Interbankzahlung von der Postfinanz zu SIG eingehen. Nochmals ein bisschen Zusammenfassung, weshalb machen wir diese Harmonisierung überhaupt? Und das soll auch der Brückenschlag sein zum Thema Digitalisierung. Wie Sie auf der rechten Seite bei diesem Smartphone sehen, eine wichtige Säule der Harmonisierung ist die Digitalisierung, die auf der Seite der Kunden, auf der Seite der Banken, auf der Seite der Firmen da ist und wo man auch gespürt hat, dass sich da Veränderungen anbahnen und notwendig sind. Heute werden über 3/4 der Zahlungen, welche bei den Banken verarbeitet werden, elektronisch eingeliefert. Das zeigt ganz deutlich, dass der Trend, in welche Richtung dieser Trend geht, und diese Zahl steigt jährlich an. Auf der anderen Seite haben wir heute fast 80% der privaten Kunden, die ein Smartphone besitzen. Ich rede nicht von einem Handy, tatsächlich beim Smartphone. Und da sind auch also Leute über 60 eingeschlossen. Und diese Rate steigt auch da rasant an. Und man sieht also, das Thema ist da, die Grundlage ist da. Und das war auch mit der Grund, warum man sich dann Gedanken darüber gemacht hat, zum Beispiel in der Ablösung der Einzahlungsscheine nicht mit dem bisherigen Format weiterzufahren, sondern auf neue Lösungen aufzubauen. Der zweite Treiber ist das Thema Compliance. Wir müssen auch Ablösungen machen, was den Teil 1 Zahlungsscheine, aber auch den Meldungsstandard betrifft, weil wir heute nicht alle Informationen, die auf der Compliance-Seite notwendig sind, mittransportieren. Und dieses Thema wollen wir vereinfachen. Und diese zwei Säulen, die Sie auf der rechten Seite sehen, sind die Grundsäulen für die Harmonisierung. Und die Zeit, die Uhr ganz unten, das ist das Thema, wo ich jetzt darauf eingehen werde, wenn wir uns anschauen, wo stehen die Banken heute in der Migration, wo stehen die Softwarepartner und wo stehen die Kunden. Und die Zeit, wie Sie sehen, ist 11:55, also es ist Zeit, um zu agieren. Viele Banken haben agiert, aber es gibt da noch einiges zu tun. Hier auf dieser Folie möchte ich nur auf die zwei roten, dicken Pfeile eingehen. Bezüglich der Überweisung gibt es ein Enddatum, das wichtig ist und das Sie auch mitnehmen müssen, wenn es Ihnen noch nicht wirklich so bekannt sein sollte. Bei der Überweisung ist die Migration auf ISO 20022 bis Mitte des nächsten Jahres auf der Kundenseite zu vollziehen. Die Banken stellen bis im November diesen Jahres um. Ich zeige Ihnen nachher, wo wir heute stehen, und die Kunden stellen bis Mitte des nächsten Jahres um. Die Postfinanz hat, wie Sie auch hier sehen, das Format, stellt das bis Ende dieses Jahres um. Und das hilft natürlich dem ganzen Prozess, aber hier ist wirklich einiges noch zu tun, und das sind vor allem Sie als Banken gefordert.
der zweite Pfeil, das ist die Einführung der QR-Rechnung, die ist vorgesehen ab Januar 2019. Und wir können die QR-Rechnung erst einführen, wenn die ISO 20022-Umstellung vollzogen ist. Weil die Meldungen müssen den Inhalt der QR-Rechnung transportieren können. Und in der QR-Rechnung kann viel mehr Information transportiert werden als in den heutigen Meldungen. Das dient dazu, zum einen gewisse Kundenbedürfnisse abzudecken, auf der anderen Seite, wie gesagt, auch der Compliance-Teil, diese Informationen mit zu transportieren. Also es reicht nicht aus, dass man einfach eine Konversion macht, weil sonst läuft man ins Problem rein, dass nicht alle Informationen mitgegeben werden können und dass irgendwo Informationen abgeschnitten werden. Also das sind die zwei wichtigen Informationen hier drauf. Sie finden auch diese Darstellung auch bei uns auf der Seite mit den Zeitangaben und werden Sie natürlich auch erhalten mit im Rahmen der Präsentationen. Jetzt, wo stehen wir heute im Rahmen dieser ganzen Migration? Wir schauen uns als erstes an, wo die Bankmigration steht heute. Und diese Zahlen sind die Zahlen vom letzten Montag. Wenn wir links oben beginnen, beim SIG haben bis Beginn letzten Montag 60 Banken von 209 Banken umgestellt. Jetzt kann man sagen, das ist erst ein Viertel. Sie sehen aber auf der rechten Seite, die großen Banken haben die allermeisten bereits umgestellt. Und deshalb haben wir per Montag eine Rate von über 80% bei den Meldungen, die SIG an die Teilnehmer versendet. Das heißt, der größte Teil, mindestens von der Zahlungsmenge, ist bereits umgestellt. Bis gestern sind weitere 5 Banken dazugekommen. Und Sie sehen, dass da eigentlich im Wochenrhythmus zwischen 5 und 10 Banken dazugekommen. Bisher haben alle Banken, die umgestellt haben, die Umstellung problemlos gemacht. Wir haben keine Bank gehabt, die irgendwie den Termin nochmals verschieben muss. Das hat in der Anfangsphase bei der Zuteilung der Migrationsfenster dazu geführt, dass gewisse Verschiebungen gegeben hat. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und es stimmt mich auch zuversichtlich, dass eine Bank, die heute umgestellt oder heute umstellt, mit 3 Vertretern hier sitzt. Das heißt, man ist beruhigt, dass man hier teilnehmen kann. Sonst würde man das wahrscheinlich nicht so machen. Auf der Eurosig-Seite sind es 46 Banken und auch da ist die Rate bei knapp 80%. Und auch in dieser Woche stellen noch weitere 4 Banken um. Also hier, und deshalb auch die Aussage dazu, die Farbe grün. Wir sind hier auf dem richtigen Weg und bisher haben sich keine Probleme hier gezeigt. Wie sieht die weitere Planung bis November aus? Sie sehen hier dargestellt grün die bereits erreichte Kurve und blau ist noch die ausstehende Kurve bis Ende des Jahres. Das ist von der Prozentzahl her, aber die Banken werden, wie gesagt, im Wochenrhythmus zwischen 5 und 10 Banken werden umgestellt. Und damit ist das Ziel bis Ende November, respektive bis zum 18. November, ist realistisch. Worauf ich noch speziell eingehen möchte, falls das jemandem nicht bewusst sein sollte. Nach Einspielung des SIG-Releases im November wird es nicht mehr möglich sein, mit den bisher bestehenden SIG-Meldungen eine Einlieferung bei SIG zu machen. Diese Meldungen werden zurückgewiesen. Das heißt, wenn jemand das Gefühl hat, ja, ich kann das auch noch im Dezember machen, dann wird er ein Problem haben ab November. Das ist die Information bezüglich der Umstellung der Banken. Jetzt gehen wir in den Bereich weiter, wo die Farbe nicht mehr ganz so grün ist. Hier geht es um das Thema der Softwarepartner. Wir haben auf unserer SIG-Homepage eine Seite, wo sich die Softwarepartner registrieren können und aufzeigen können, wo sie stehen in der Migration, welche Meldungen sie anbieten. Heute haben 100 von 200 Softwarepartnern haben diese Möglichkeit wahrgenommen. Es ist eine Selbstlegitimation. Das heißt, es sind mindestens 100 Softwarepartner sind heute fähig, das Ganze zu machen, was nicht heißt, dass es mehr sind. Wir tun alles dafür, dass die Softwarepartner sich dort registrieren. Aber man spürt doch noch bei einzelnen Softwarepartnern eine gewisse Zurückhaltung. Und das ein Argument, was doch immer wieder kommt, ist, dass gewisse Implementierungen bei den Banken durchaus eine gewisse Unterschiedlichkeit haben. Wir haben das Thema aufgenommen und eine Arbeitsgruppe kümmert sich heute intensiv darum, um diese Differenzen zu schließen.
Man hat sehr viele Punkte hat man geschlossen. Man ist jetzt in einer Shortlist, die man abarbeiten will. Wobei, da hat man zum Teil Differenzen, die zum Teil in den Kernbankensystemen verankert sind. Das heißt, diese Differenzen zu schließen, die wird man nicht von heute auf morgen machen können. Aber man ist intensiv daran. Das wird vielleicht gewisse Release-Zyklen auch bei den Banken brauchen. Aber zumindest kann man sagen, der Wille ist da, auch in der Zusammenarbeit mit den Softwarepartnern, was eine ganz, ganz wichtige Stütze ist, weil letztendlich können wir auch diese Umstellung nur gemeinsam machen. Es sind die Kunden der Softwarepartner, es sind die Kunden der Banken und in diesem magischen Dreieck drin muss die Umstellung stattfinden. Es reicht also nicht, dass die Bank das auf den Softwarepartner schiebt oder Softwarepartner auf die Bank schiebt, es funktioniert nur gemeinsam. Wir haben, und das sehen Sie unten, doch einige Maßnahmen aufgeplant, dass man die Zusammenarbeit oder die Zurückhaltung bei den Softwarepartnern reduzieren kann. Und wie Sie da sehen, wir veranstalten einen ähnlichen einen Anlass, wie wir heute mit dem Swiss Banking Operations Forum haben, am 31. Mai mit den Softwarepartnern. Normalerweise haben wir da etwa 60 bis 80 Teilnehmer. Diesmal haben wir 160 Teilnehmer. Wir mussten auch den Raum wechseln, weil wir das nicht mehr geschafft haben, im selben Raum unterzubringen. Zuerst wollten wir mal noch eine Live-Übertragung machen, weil wir gar nicht wussten, ob wir auch einen Raum finden. Nun haben wir einen Raum gefunden. Und ich bin sicher, dass wir da weit über 160 Personen begrüßen können. Das zeigt auch, das Thema ist präsent, das Thema ist bekannt. Und man kümmert sich darum und wir wollen damit auch etwas erreichen. Ein weiterer Punkt, um auch verstehen zu können, wo dann die Softwarepartner stehen und wo auch der Schuh drückt, zum Beispiel, ist, dass wir vereinzelte Softwarepartner einladen zu der Sitzung des Verwaltungsrates und dort uns eine kurze Präsentation anhören und die Diskussion mit den Softwarepartnern führen. Wie gesagt, es geht nur gemeinsam. Und dort unter anderem kam auch immer wieder das Thema hoch, dass es diese Unterschiede und die Differenzen gibt. Es ist auch so vereinbart, dass die Banken auf die Softwarepartner zugehen und mit diesen anschauen, wie die unterschiedlichen Zeitpläne ausschauen. Auch das ist eine gewisse Herausforderung für die Softwarepartner, zu verstehen, wo dann die Banken in der Umstellung drin stehen, weil, wie wir gesehen haben, ein Viertel der Banken haben umgestellt, das heißt, drei Viertel haben noch nicht umgestellt. Und es ist klar, dass natürlich eine Umstellung immer gemeinsam nur passieren kann bei einer Bank, wenn Softwarepartner und Bank bereit sind, dies zu tun. Und ich möchte ein bisschen auch davor warnen, habe ich auch also als Feedback ein bisschen erhalten, wir werden, so die Aussage von Banken, wir werden erst auf die Kunden zugehen, wenn wir selbst umgestellt haben. Das kann man machen, man stiehlt einfach den Kunden damit Zeit, auch selbst umstellen zu können. Ich verstehe die Zurückhaltung, dass man sagt, ja, wenn wir es selbst noch nicht können, haben wir ein bisschen Mühe damit. Nur die Zeit wird nicht länger dadurch für den Kunden. Und der Kunde hat dann wenig Verständnis dafür, warum man diese Zeit dem Kunden nicht mehr gegönnt hat. Wir werden auch nochmal das in Zusammenarbeit mit der Swico, mit dem Verband der Softwareanbieter, einen Brief an die Softwareanbieter schreiben, um auf die Dringlichkeit hinzuweisen dieses Themas, dass man das Ziel Mitte des nächsten Jahres erreichen kann. Das Logo, welches Sie hier sehen, ich hoffe, Sie sehen es alle nicht zum ersten Mal, das Logo gibt es für Softwarepartner, für Banken, das gibt es auch für Consultants. Und das ist ein bisschen ein Marketinginstrument, um aufzuzeigen, ich bin ISO 2022 ready. Das gibt einen gewissen Rückhalt auch für Kunden, die sich umschauen, auch für Softwarepartner. Mit dem kann man nach außen eine gewisse Präsenz zeigen, um zu sagen, wir sind bereit. Und der letzte Punkt, den habe ich schon angetönt, das ist die Bereitschaft in einer Arbeitsgruppe zusammen mit den Softwarepartnern diese Lücken, diese Differenzen zu schließen. Und die Farbe Gelb ist, wie gesagt, da, weil ich die Zurückhaltung spüre und das Verständnis da ist, dass man gemeinsam was machen muss. Aber wie gesagt, es sind auch da noch nicht alle Softwarepartner da, wie wir uns das wünschen würden. Und jetzt der nächste Punkt, da wechselt die Farbe nochmals, das ist die Umstellung der Kunden. Wir machen quartalsweise eine Umfrage bei den Banken, wo die Banken bei der Umstellung der Kunden stehen.
Diese Auswertung ist nicht ganz so einfach, deshalb sehen Sie auch, dass wir hier erst die Zahlen vom Februar haben. Wir sind jetzt dabei, die Zahlen für den April einzufordern, aber auch der Rücklauf ist da noch ziemlich zögerlich. Zum einen sind die Banken nicht in der Lage zu melden, wie viele umgestellt wurden. Das ist eine Thematik. Und deshalb haben wir uns auch beschränkt auf die Größen 30, weil das ist dann jeweils für uns eine größere Übung. Aber wir möchten ein Gefühl dafür entwickeln, wo das Thema steht. Die Banken sind da durchaus sehr unterschiedlich unterwegs. Es gibt gewisse Banken, die sind da vorauseilend natürlich. Zum Beispiel die Postfinanz, die natürlich per Ende dieses Jahres umstellt. Da sieht man deutlich, ganz deutlich, dass die Kunden bereits umgestellt sind und ein rechter Teil davon umgestellt sind. Aber und deshalb dieser Hinweis da nochmal in Rot. Die Banken sind gefordert. Wenn sie es noch nicht gemacht haben, gehen sie auf ihre Kunden zu, unterstützen sie bei dieser Migration. Und diese nächste Folie, die soll nochmal ein bisschen aufzeigen, was können Sie dafür machen? Unterstützen Sie Ihre Kunden. Beraten Sie sie. Machen Sie das gemeinsam mit den Softwarepartnern. Schieben Sie, nicht gesagt, den Ball von links nach rechts. Sensibilisieren Sie auch Ihre Kundenberater dafür, dass das, was das Thema ist, worum es geht, was die Idee dafür ist. Weisen Sie auch durchaus darauf hin, dass das nicht nur eine lustige Übung ist, die Banken da macht letztendlich die Kosten, das ist eine typische Haltung, die Banken machen das und die Kosten landen dann bei den Kunden. Wir haben aus diesem Grund bewusst eine Umfrage gemacht, die Deloitte für uns gemacht hat, um aufzuzeigen, wo die Kosten anfallen und wo der Nutzen am größten ist. Und die gewisse Grundaussage ist so, die meisten Kosten tragen die Banken, sind knapp 600 Millionen, die da zusammenkommen. Der größte Nutzen ist bei den Firmenkunden und dies nicht bei den Großen, sondern bei den Mittleren und bei den Kleinen. Aber dafür muss man auch was machen. Nicht nur eine Konversionslösung bringt die Vorteile, sondern auch die Beratung der Banken mit den Kunden, wie sie dann auch den Nutzen aus diesen neuen Meldungen ziehen können. Und das ist jetzt nicht eine Aussage, die Banken machen. Wie gesagt, es ist mit Deloitte eine Drittfirma, die diese Untersuchung gemacht hat. Und das hat auch dazu geführt, dass die Medien nicht irgendwie den Ball einfach nur den Banken zuspielen können, sagen, die Banken brummen die Kosten auf. Also es ist ein wichtiges Argument, dass man auch den Kunden sagen kann, den großen Vorteil haben die Kunden, hier rede ich von den Firmenkunden. Wenn Sie zusätzliche Informationen brauchen, hier ist der Link dazu, den werden Sie auch bekommen. Auf unserer Kommunikationsseite Payment Standards werden Sie alle Informationen dazu finden, welche für Sie nützlich sind. Und machen Sie auch selbst Gebrauch von diesem ISO-Ready-Logo. Zumindest 60 Mal die Banken, die umgestellt haben, könnten das bei Ihnen auf der Homepage bereits aufführen. Und nochmals der letzte Hinweis, die QR-Rechnung können wir erst einführen, wenn die ISO-Umstellung passiert ist. Es nützt nicht, wenn man jetzt schon QR-Rechnung machen will. Wir brauchen die großen Formate, die alle Informationen transportieren können. Jetzt noch kurz zwei, drei Informationen, die ganz kürzlich erst passiert sind. Zum einen ist das Thema der Betriebszeiten und des neuen Preismodells. Seit Montag dieser Woche haben wir die ganzen Clearing-Stopp-Zeiten um 2 Stunden verschoben. Und was erfreulich ist, das ist ohne Probleme ist das passiert. Wir haben auch jetzt irgendwie Rückfragen erhalten. Und was auch erfreulich ist, wir haben die ersten Kundenzahlungen gesehen, die da doch tatsächlich erst vor 4 oder vor 5 hereingekommen ist. Und das war mit der große Grund, warum man die Umstellung gemacht hat, dass man eben das den Kunden aus ihrer Optik anbieten kann. Also das ist positiv verlaufen und hat auch gut funktioniert bisher. Wie gesagt, sind 2 Tage Erfahrung natürlich, aber mindestens kann man nicht die Aussage machen, dass da irgendwelche Probleme damit entstanden sind. Und der zweite Hinweis, das läuft seit 1. Mai. Auch da haben wir mehrfach darüber informiert, aber wie immer so beim Pricing, erst wenn es zum ersten Mal die Abrechnung passiert ist, das wird Ende dieses Monats sein, dann realisiert man, es wurde ein neues Pricing wirklich auch eingeführt. Wir haben mehrfach darüber informiert und hier nochmal die Grundprinzipien. Es wird sich einiges ändern gegenüber dem Preismodell, wie wir es heute gehabt haben. Heute hatten wir Zeitbänder,
Das wurde abgeschafft. Es gibt zwar noch einen Zuschlag für späte Einlieferungen, der ist aber einiges tiefer, als er bisher war, für die späten Zeitzonen. Dann gibt es keine Betragsgrenzen mehr. Früher hat man die Betragsgrenze von 100.000 Schweizer Franken. Die gibt es nicht mehr. Und es gibt keine Trennung zwischen Einlieferung und Verrechnung mehr. Dafür gibt es ein, das sehen Sie auf der linken Seite, dieses degressive Pricing für Kundenzahlungen. Das heißt, das beginnt für die ersten 1.000 Zahlungen beginnt das bei 28 Rappen und geht dann runter bis etwas unter 0,5 Rappen, wenn Sie mehr Einlieferungen machen. Für Bankzahlungen auf der ausgehenden Seite sind es 28 Rappen, für eingehende Zahlungen, für Bankzahlungen sind es ebenfalls 28 Rappen, für Kundenzahlungen sind es etwas über 2 Rappen, die Kosten anfallen. Es gibt noch einen Zuschlag für späte Verrechnung. Zwischen 13 und 16 Uhr sind es, muss ich dann spicken kurz, sind es 35 Rappen und später nach 16 Uhr ist es 1 Franken. Und es gibt neu auch einen Mindestumsatz von 500 Franken, der generell angewendet wird. Sollte nicht neu sein, aber nur nochmals zur Erinnerung, Ende dieses Monats werden Sie die erste Abrechnung erhalten und dann wird das nach dem abgerechnet werden. Jetzt noch zum letzten Punkt. Auch darüber haben wir bereits informiert, aber nochmals zur Erinnerung, das wird vor allem zu einem großen Anstieg der Transaktionen auf unserer Seite im SIX-System führen. Die PostFinanz hat sich entschieden, die ganzen Interbank-Zahlungen von PostFinanz zu den Banken zu SIC zu migrieren. Und das sind die Termine. Seit diesem Jahr ist es möglich, dass die Zahlungen von Banken an die PostFinanz über SIC laufen. Es hat auch eine größere Bank dies bereits gemacht und wir spüren das auch in der Verarbeitung bereits. Ab 2019 wird dann die PostFinanz ihre Zahlungen, welche sie bisher an die Bank gemacht haben, auch über SIC machen. Und zum Schluss folgen dann noch die Zahlungen an Bankkunden am Postschalter. Die Konsequenz für uns ist, dass unser SIC-Volumen etwa um 70% ansteigen wird. Die Konsequenz für Sie wird sein, dass die Durchschnittskosten damit sinken werden. Und das ist die positive Mitteilung für alle. Das System wird mit dem Volumen besser ausgelastet und kann auch zu besseren Konditionen angeboten werden. Ich komme zum Abschluss. Hier nochmals als Zusammenfassung die wichtigsten Hinweise. Auf der ISO-Migrationsseite, auf der Bankenseite sind wir gut unterwegs. Wir hatten bisher keine Probleme auf der Bankenseite. Machen Sie weiter so, dann ist das Ziel November dieses Jahres möglich. Und da glaube ich auch fest daran, bezweifle ich nicht. Die zweite Aussage, das ist die wichtigste auf dieser Folie. Gehen Sie auf Ihre Kunden zu. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, starten Sie ein Projekt und ich reden Sie auch durchaus mit anderen Banken, die da schon gestartet sind. Das hilft. Es geht da nicht um Konkurrenz, sondern es geht darum zu verstehen, wie man das angepackt hat. Und es ist nicht eine einfache Aufgabe. Es ist, verkauft sich nicht einfach nur von selbst, weil man das mit den Kunden individuell auch machen muss. Hängt von der Größe des Kunden ab und von der Art, wie der Kunde dann seine Software eingesetzt. Aber starten Sie jetzt, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Der Termin bleibt Mitte des nächsten Jahres bestehen. Dann glaube ich auch die Betriebszeit. Die neuen Betriebszeiten geben Ihnen neue Möglichkeiten gegenüber Ihren Kunden. Wie wir gesehen haben, nehmen das erste Banken auch bereits schon wahr. Das Preismodell sollte auch zukunftsgerichtet sein und attraktiv sein auf zusätzliche Volumen. Und die Migration der Interbankzahlen von der PostFinanz bieten Mehrwert für uns alle. Mit diesem Votum schließe ich ab und bedanke mich. Vielen Dank, Boris, dass es gut gelaufen ist. Das habe ich auch noch so miterlebt am Schluss, oder? Und dass es auch einige Zahlungen gibt, wie du gesagt hast. Darum hast du es gesagt, weil wir hatten natürlich eine längere Diskussion, bringt das dann. Aber es muss sich jetzt weisen, oder? Das ist so. Ja. Das ist gut. Vielleicht so als Warm-up eine Frage, also das ist wahrscheinlich schon angedeutet, aber du weißt, ich bin so etwas direkt. Also wo siehst du jetzt die größte Herausforderung in diesem ganzen Harmonisierungsgeschichte? Also meines Erachtens eine Wegstrecke und
ich möchte jetzt nicht von Stolpersteinen reden, aber was ist so, was denkst du, was ist jetzt die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung ist da, wo die Farbe rot war. Es ist tatsächlich, die Kunden umzustellen. Wie ich auch zuletzt gesagt habe, es verkauft sich nicht einfach von selbst, oder? Man muss argumentieren, was Kunden aufzeigen. Wenn man einen Vergleich zieht zu der EU, die eigentlich eine ähnliche Umstellung bereits gemacht hat mit SEPA, dort gab es eine Gesetzesanpassung mit der PSD, die eigentlich genau gezeigt hat, die Kunden müssen umstellen. Wir können in der Schweiz nicht mehr mit dem Gesetz argumentieren, wir müssen mit Nutzen stiften. Und diese Argumente sind da. Es ist also, wie gesagt, nicht nur so, dass es eine interessante, lustige Übung ist, die einfach die Banken machen und jetzt einfach von einem Format ins andere wandern, sondern es gibt Möglichkeiten. Und wenn die Kunden die wahrnehmen, ich glaube, dann kann man den Kunden auch davon überzeugen. Aber da ist eine gewisse Trägheit da und die muss man überwinden und mit den Kunden gemeinsam zu Lösungen kommen. Ich denke, das ist der größte Stolperstein, absolut. Den Banken sehe ich ihn nicht mehr. Ich habe, als ich reingelaufen bin, auch kurz mit ein, zwei Banken gesprochen und sage, die Migration, die werden wir ist problemlos. Die haben genügend getestet, ist alles vorbereitet, das wird laufen. Aber die größte Herausforderung wird die Umstellung der Kunden sein. Wir lieben es halt in der Schweiz nicht, wenn jemand mit der Peitsche da knallt. Genau, deshalb müssen wir es ein bisschen... Fragen an ihn, bitte. Wer macht die erste Frage? Da, die Dame in der Mitte. Bitte warten, bis das Mikrofon da ist. Da in der Mitte. Silvia Schlegel, Graubündner Kantonalbank. Für mich ist immer noch fraglich, weshalb die Kunden dann bis Mitte 20, 18 umgestellt haben müssen. Ja. Weil es ist mir klar, sie können nachher erst die QR-Vergütungsaufträge nutzen. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass die Core-Banking-Systeme alle parallel Möglichkeiten anbieten müssen. Also ein Kunde hat vielleicht schon umgestellt, der andere nicht. Es muss beides noch gehen. Und deshalb ist für mich der Endzeitpunkt für den Kunden nicht wirklich so zwingend. Ich kann Ihnen einen Grund sagen, weshalb dieser trotzdem zwingend ist. Wir werden im Juni eine Sitzung mit der FINMA, SECO und SIF haben. Und da kommt jetzt der Compliance-Aspekt wieder rein. Wir hatten eine Sitzung letzten Jahr und auch vorhin schon mal. Und auf der Compliance-Seite muss man den sogenannten großen Datensatz liefern, damit man das Screening machen kann auf der Bankenseite. Mit den heutigen orangen Einzahlungsscheinen kann man das nicht. Und es gibt eine Vereinbarung, dass man etwa bis Ende 2020 quasi von den orangen Einzahlungsscheinen wegkommt und auf eine andere Lösung, wir sehen die nachher noch, mit der QR-Rechnung wechseln will. Und wenn wir das zurückrechnen, wenn wir das später machen, dann würde einfach der Zeitpunkt für die Umstellung der QR-Rechnung und des Einzahlscheins um diesen Teil kürzer werden. Wobei auch das schon eine Herausforderung werden wird, in 2 Jahren sämtliche bisher bestehenden Einzahlungsscheine aus dem Markt zu nehmen. Sie wissen, wir haben das noch nie so gemacht. Die einen wissen, dass irgendwo in gewissen Schubladen noch grüne Einzahlungsscheine lagern. Die kommen dann wahrscheinlich auch noch wieder hervor. Es wird nicht einfach werden. Also, wenn Sie das zurückrechnen, das haben wir, sag ich mal, diesen Teil haben wir so nicht kommuniziert, aber es geht genau darum, die FINMA möchte von uns wissen, ob wir dieses Datum halten können oder nicht. Jetzt, da kann man vielleicht noch ein bisschen was dran machen, aber die FINMA wird nicht zuschauen und das SECO und das SIF und sagen, ja, wir können das nachher noch 5 Jahre machen, weil die Schweiz ist unter Beobachtung auch international dieses Teils. Da gibt es ja in regelmäßigen Abständen auch wieder so Reviews, die von der FATF gemacht werden, von der internationalen Organisation, die anschaut, wie man steht in diesem Bereich, was Geldwäscherei Bekämpfung und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung anbelangt. Und das ist eigentlich der Hintergrund, weshalb wir damit beginnen können, weil sonst haben wir am Ende weniger Zeit dafür. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, dass wir so ein Argumentarium zur Verfügung hätten, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, wir haben Probleme bei unseren Frontverantwortlichen, dass sie überhaupt schon auf die Kunden zugehen wollen. Mhm. Wir wollten schon lange, aber
Und jetzt wäre halt noch gut, wenn wir dem Kunden auch wirklich begründen können, wieso er bis Mitte nächstes Jahr umstellen muss. Wenn ich ihm sage, ja, das sind regulatorische Anforderungen, dann reicht das wahrscheinlich nicht so ganz. Also ich werde ein Argumentarium wäre sicher sinnvoll. Wir werden einen Punkt aufnehmen. Es gibt eines, aber da ist das, was ich jetzt so explizit formuliert habe, es steht so nicht drin. Oder? Und der Punkt ist natürlich so, dass die FINMA hat das nirgends schriftlich formuliert. Das ist ein Agreement zwischen den Banken. Und wir hatten auch schon Anfrage von Compliance-Leuten, ja, wo steht dann genau im Gesetz drin, dass er so macht? Es steht noch nicht im Gesetz drin. Man will das Gesetz dafür dann anpassen. Oder? Man hat es noch nicht gemacht, weil sonst wäre die ganze Schweiz nicht compliant. Und das möchte man nicht, weil man weiß, dass es so nicht funktioniert. Aber wir werden schauen, dass wir das Thema noch ein bisschen so reinbekommen. Also es ist nicht einfach so aus der Luft gegriffen, es hat einen Hintergrund. Danke. Also vielleicht noch, Boris, ich bin ja eben jetzt auch so ein KMUler, oder ein kleiner zwar, und aber ich mache auch noch so für Vereine Buchhaltungen und Zeugs und so. Und das ist natürlich der Punkt, ich will als KMU, und 98% in der Schweiz sind KMU, oder? Und so der typische Schreiner, der da irgendwie, sagen wir mal, 10, 20 Mitarbeiter hat, das ist dann schon über dem Schnitt übrigens, und der will wissen, ja, was kostet mich jetzt das? Also führe dich jetzt nicht aufs Glatteis, aber trotzdem ein bisschen. Kann man da was sagen dem? Also was kostet mich diese Umstellung? Der sagt, oder? Ich will wissen, weil... Und da gebe ich dir zur Antwort, es kommt darauf an, welche Lösung... Ja, das ist schon klar. Aufgepasst, die Antwort ist noch nicht fertig. Okay. Es kann sein, dass du eine Lösung hast, die dich gar nichts kostet. Mhm. Weil das zum Beispiel in einem Maintenance-Update mit drin ist. Mhm. In der Tendenz ist es so, je kleiner und standardisierter die Softwarelösung ist, desto günstiger ist das im Normalfall. Mhm. Wenn du selbst etwas bei dir gemacht hast, was ich jetzt nicht glaube, dass du das selbst programmiert hast, oder dann unterschätzt. Nein, eben, genau. Gottes Willen. Dann denke ich, dann wird dir das nicht sehr viel kosten. Hängt aber vom Vertrag ab, dass du mit dem Softwarepartner hast. Oder? Ich denke, wenn es eine Standardsoftware, dann ich lasse mich jetzt nicht raus und sage dir, dass es dann 35 Franken kostet oder sowas. Mhm. Aber letztendlich hängt es wirklich mit der Softwarelösung ab. Und wir haben Kunden, da kostet es wirklich nichts. Und wir reden nur von Kunden, die mit einer Softwarelösung arbeiten. Kunden, die mit E-Banking arbeiten, die kostet es nichts, weil die machen ja die Umstellung dann die Banken, wenn du das selbst eingibst. Aber ich würde sagen, mit der Größe und der Komplexität der Software steigen auch deine Kosten. Eben, also wäre schon vom Argumentarium her sicher irgendwo, da muss man halt irgendwie verschiedene Modelle haben oder ich weiß nicht was. Ganz interessant wird da beim nächsten eben die Frage und eben diese ganzen Vereine und so weiter, also wie gehen die dann damit um, oder? Also bin ich jetzt auch wieder gespannt, was wir Neues hören. Hat noch jemand eine Frage an Boris? Sonst? Ich bin also, sonst in der Pause auch noch da, wenn irgendeine Frage auftaucht. Viel Erfolg weiterhin und danke, Boris.